Hallo, willkommen zu einem neuen Umbauvideo auf meinem Kanal Ceratus 1. Ihr habt euch bestimmt beim letzten SEK-Video gefragt, woher hat Ceratus 1 diese riesigen SEK-Polizisten? Kaufen kann man sie nicht, nur selber machen. Und das zeige ich euch heute in diesem Video. Und dafür verwende ich einmal die langen Beine von dem Geist aus der Überraschungstüte und den Oberkörper von dem SEK-Polizisten aus der Playmobil Special Plus Serie mit der Nummer 5369. So ein Set kostet 3,99 Euro. Und mit diesen zwei Teilen werde ich dann einen riesigen SEK-Polizisten selber bauen. Und hier seht ihr das Rohmaterial, die langen Beine. Die habe ich von eBay, ich glaube, für 3 oder 4 Euro ersteigert, also wirklich günstig. Falls ihr nur eine Figur umbauen wollt, dann holt euch einfach die Überraschungstüte mit dem Geist. Der lässt sich auch ganz leicht ertasten. Einfach die Tüte nehmen mit den längsten Beinen. Und bei dem Beinpaar links, seht ihr, da habe ich probehalber die Schuhe angemalt mit Edding, um zu schauen, wie es rauskommt. Aber das deckt nicht ganz. Also ich werde dann später Modellbaufarbe nehmen in Schwarz. Und die Schuhe dann damit anmalen. Jetzt habe ich alles abgedeckt, dass meine Straßen von der Stadt nicht schmutzig werden. Und zum Färben der Beine verwende ich einen Acrylsprühlack in Anthrazitgrau. Denn da habe ich noch was übrig gehabt. Ihr könnt natürlich auch Modellbaufarbe nehmen. So, und jetzt probiere ich mal mein Glück. Ja, die erste Hose ist fast fertig. Innen muss ich noch etwas nachsprühen. Ja, jetzt passt es eigentlich. Sieht gut aus. So, ich stelle jetzt mal hier hin zum Trocknen. Hier habe ich etwas gekleckert und meinen Himmel, den Hintergrund etwas angesprüht, obwohl ich alles so gut abgedeckt habe. Also wenn ihr das macht zu Hause und ihr benutzt eine Spraydose, dann wirklich alles ganz gut abdecken, dass ihr keine Sauerei danach habt. Und hier seht ihr jetzt nochmal zum Vergleich die Originalbeine, dann die lackierten Beine und hier die Beine von einem Polizisten. Also ich habe die Farbe wirklich ganz gut getroffen. Jetzt muss ich nur noch die Stiefel schwarz anmalen. Dafür brauche ich einmal Modellbaufarbe in Schwarz. Glänzend habe ich von Revell gekauft. Kostet so circa 2 Euro so ein Döschen.
und einen Pinsel in der Stärke 2. Das kommt richtig gut raus. Glänzt schön und deckt auch gut. Jetzt habe ich die Schuhe aufgemalt. Wenn die getrocknet sind, dann geht es weiter mit dem Zusammenbau der riesigen SEK-Figur. Die Schuhe sind jetzt getrocknet. Rechts außen seht ihr nochmal, wie die Beine vorher aussahen. Also ich bin wirklich überrascht. Die Beine und die Schuhe, die Füße sind wirklich sehr gut rausgekommen. Jetzt brauche ich die Oberkörper. Und da ich ja vier Beine habe, vier Beinpaare, benötige ich natürlich auch vier Oberkörper. Und den Oberkörper nehme ich von diesen SEK-Polizisten. Und da ich ja nur den Oberkörper von dem Polizisten benötige, muss ich jetzt die Beine entfernen. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Die Beine anwinkeln, die Arme nach vorne, den Kopf zur Seite drehen. Dann nehmt ihr eine weiche Unterlage, Handtuch oder auch auf dem Teppichboden oder wie ich hier einen Tischläufer. Die Figur mit der Ferse auf die Unterlage stellen, hier hinten festheben und dann einen kurzen, kräftigen, sanften Schlag auf den Kopf geben und die Figur löst sich in ihre Einzelteile auf. Hier habe ich jetzt den Oberkörper, den Kopf mit der Maske, die Arme und die Beine und die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Links seht ihr die Originalbeine und rechts meine selbst angefertigten Beine. Jetzt muss ich hier nur noch den Halter für den Oberkörper anbringen. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Die Arme werden hier seitlich in den Oberkörper eingesteckt. Dann die Beine nehmen. Hier einstecken. Jetzt fehlt nur noch der Kopf. Einmal festdrücken. So. Jetzt ist die Figur fast fertig. Es fehlt nur noch der Helm mit Visier. Natürlich die Pistole. Eine Uhr. Die Türramme zum Aufbrechen der Türen und sein treuer Begleiter. So, und der SEK-Riesenpolizist ist fertig. Und hier zum Größenvergleich nochmal die normale SEK-Figur mit einer Größe von 7,5 cm und daneben meine selbst entworfene SEK-Figur mit einer Größe von 11 cm, fast doppelt so groß wie die normale Figur. Hier seht ihr alle vier riesen SEK-Figuren, die sind wirklich cool geworden, gefallen mir sehr gut und wie immer, jetzt bin ich ganz gespannt auf eure Meinung. Wie findet ihr die Figuren? Sind sie gut geworden? Ja oder nein? Oben rechts geht eine Infokarte auf. Dort könnt ihr abstimmen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, mich weiterempfehlt, das Video teilt und natürlich ganz viele, viele Kommentare unten reinschreibt. Und bis bald, bis zum nächsten Video, euer Serratus 1.